Immer noch an dem dreckigsten Spiegel der Welt. Was geht ab, YouTube? Hier, für allerfeinsten Sonntagscontent will ich Sorge. Es ist Samstag. Es ist Sumo Deadlift Day. Es sind 7 auf dem Plan. Vielleicht mal noch ein Single, mal gucken. Irgendwie bin ich heute Morgen aufgewacht. Ich habe auch ein Single. Einfach mit der Thematik, ob ich stärker bin in Sumo oder in Conventional. Das ist das Thema des Videos. Ihr werdet mich ein bisschen trainieren sehen. Auch ein bisschen Content von gestern. Gestern habe ich schwer gebeugt. Zehner gebeugt. Volumen gebeugt. Und jetzt, ja, geht los der Lachs. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Wie ihr mich vorhin gesehen habt, gönne ich mir jetzt so einen Intra-Drive. Ob man das haben muss. Ich habe auch schon früher immer ohne was trainiert, aber meine Trainingseinheiten dauern doch irgendwie in letzter Zeit immer länger. Ganzkörpereinheiten sind halt immer heute Squat, Bench, Deadlift. Dann dauert es einfach fucking lange. Und dann sollte man vielleicht sich was geben, dass man nicht komplett stirbt. Viel Spaß mit Content. Let's go! Anfühlt, sack schwer. Aber was soll's? 2 Sätze noch, es wird wild. Ich mache einfach ein bisschen mehr Pause. Das ist immer so der Powerlifting-Ansatz ist, wegen Technik, dies, das, Ananas, aber ich habe einfach Bock, die 197,5 für 7er pausiert, also in einer Mini-Pause, zu ziehen. Und ja, und zum nächsten Zyklus mache ich mir mal wieder Gedanken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Technik reinbekomme. Die 220 waren allerdings, fand ich, relativ sauber. So, nächster Satz. Ich bin heute auch null im Modus. Kennst du das? Kennt ihr das? Allgemein, kennst du? Kennt ihr das, wenn ihr überhaupt nicht im Modus seid? Ich bin überhaupt nicht so im Scheuklappen-Modus. Ich bin voll so, ja, und sonst so. Deswegen, naja, was soll's. Ich habe mich auch gegen den Monster entschieden, weil ich dachte, nee, ich muss nicht immer vor jedem Training Monster trinken. Ja, das habe ich davon. Spaß. Let's go. Nächster Satz. Dritter Satz. Skrrr.
dieser Satz wird jetzt richtige Hochinus, ich sage es euch. Das wird richtig, richtiger Hochinus, ich werde das richtig genießen. Viel Spaß beim Zuschauen. Laugenbrötchen for life. Erstmal mal frühstücken, würde ich sagen. Ne? Ich hoffe, man kann mich verstehen. Trotz Außengeräusche. Ich wollte ein kleines Fazit ziehen zum heutigen Training. War wild. Ich habe halt gestern High Rep beugt. Gestern noch, also geistkrank lange gebraucht, noch High Rep Bench, High Rep Squat. Zweiter Tag heute. High Rep Sumo Pause Deadlift. Ich hatte ja noch die glorreiche Idee, einen Single zu machen. Aber ging. Naja, und jetzt bin ich fertig mit Training, hat irgendwie schon wieder 2,5 Stunden gedauert. Aber ich denke mir halt auf einer, das gehört irgendwie auch dazu. Wir halt Muskeln aufbauen, da muss man halt auch ein bisschen Volumen fahren und wenn man halt in der letzten Woche Trainingswoche ist, dann darf so ein Training auch mal länger dauern. Ist aber natürlich auch eine Prioritätensache, bei mir hat das Training eine hohe Priorität, deswegen brauche ich halt auch, wenn ich länger brauche, dann ist mir das egal, aber ja, läuft. Ich wollte mit euch einmal sprechen darüber, über das Thema, ob ich schon stärker bin im Sumo oder im Conventional, wie ich jetzt auf den nächsten Wettkampf wahrscheinlich ziehen werde. Tatsächlich glaube ich, dass ich immer noch Conventional heben werde, weil ich immer noch nicht so richtig geil in der Technik bin mit Sumo. Ich bin zwar echt stärker im Sumo als im Conventional, wobei man das auch nicht genau sagen kann, weil ich das Problem habe, dass ich am zweiten Trainingstag der Woche quasi Sumo Pause hebe und am vierten Tag von 5 Conventional hebe. Deswegen kann ich immer nicht so genau sagen, ob ich da so, irgendwie so viel schwächer bin, aber aktuell bewege ich mehr Gewicht bei Sumo Post als bei Conventional. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das in der Totalkraft, also in der Maximalkraft quasi auswirken wird. Ja, aber ich glaube, ich werde erstmal weiterhin Conventional ziehen, weil ich Conventional auch einfach ästhetischer finde. Aber werde mal irgendwann, glaube ich, diesen Transfer wagen und auf Sumo umsteigen, weil ich dann doch, glaube ich, da stärker mehr Potenzial habe, stärker zu werden. Genau, die Pinbeuge war halt auch krass anstrengend heute. Hat halt richtig gebissen, aber ja, trotzdem geschafft. Das ist ja immer das Wichtigste, dass man die Bewegung schafft, beziehungsweise die Rep Range schafft. Auch wenn man sich sehr abmühen muss, aber es gehört irgendwie für mich dazu, den Grind. Ja, ich werde jetzt noch heute wahrscheinlich ein bisschen was für die Hausarbeit tun. Werde das Video schneiden. Und vielleicht nochmal zum Friseur, weil meine Haare sind schon wieder nicht mehr auf Null an der Seite, ihr wisst. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.